Moin Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fortnite Battle Royale. Puh, also das Spiel kann ich einfach gar nicht mehr. Ich habe das Spiel gar nicht mehr angerührt. Sorry für den Geräuschen gerade eben. Ich glaube, ich habe echt ein ganzes Jahr nicht mehr gespielt. Mindestens ein Jahr habe ich nicht gespielt, also. Ich kenne mich gar nicht mehr aus. Also die Map kenne ich gar nicht. Bin ich jetzt auch nicht so der Fan davon. Fand ich schon die alten Maps deutlich geiler. Ja gut, ein Atomkraftwerk, komm, ich gehe zum Tschernobyl. Tschernobyl, ich komme. Ich war noch nie da. Ich kenne die Map nicht mal. So, das war X und nicht Kreis. Lul. Das bringt nichts, das weiß ich. Also das mit den Landen ist echt einfach öde gemacht. Ich habe, glaube ich, zu viele andere Battle Royale Spiele gespielt. Ja, gut. What? Was? Ach, kannst du mich am Arsch lecken? Theoretisch müsste ich hier verrecken. Das ist ja der Reaktor, also. Theoretisch müsste ich da echt verrecken, hier ohne Schutzkleidung. Ich schätze mal, das ist hier der Reaktor. Ah. Das ist die Famas. Eine Pistole, ja, okay. Wie macht man das Inventar so auf? Okay. Okay, entweder gibt es mehr Kisten oder eine Shotgun. Was ist das? Ausrüstungsbank, okay. Ach so, ich kann hier die Waffen verbessern. What the fuck? Also das mit dem Suchen fand ich schon besser als sowas. Wenn ich ehrlich bin. Mein erster Kill und was er auch versucht hat, habe ich keine Ahnung. Ja, ich müsste Medkit mal essen. Das hier, dann das hier wechseln und Jagdgewehr nehmen. Auch wenn ich nie gut war mit einem Jagdgewehr. Alter, das mit dem Reingehen ist hier echt die Hölle gerade. Wie. Ach so, okay. Ah ja. Also ich bin echt der größte Noob jetzt in dem Game. So. Ja, okay, also das mit dem Verbessern ist echt günstig, wenn man ehrlich ist. Jagdgewehr will ich eh nicht verbessern, also. Okay, das Geräusch von Loot Drops ist immer noch gleich. Wird nichts geändert. Ah, ich bin mir nicht sicher, ob es gesund ist, in einem Reaktor zu schwimmen. Wenn ich ja, da bin ich jetzt ehrlich. Die Trinkanimation gefällt mir aber. Ist mal besser als die alte.
Sieht ja richtig scheiße aus. Über mir? Was ist das? Aufladbare Schrotflinte. Ah ja. Schon wieder eine Shotgun. Sturzpolster. Yo! Eier! Also. What? Dazu habe ich echt jetzt gerade keine Antwort. Respawn senden, was eh eigentlich in Überleben nichts bringt. Überleben vor allem, ja moin. Ich bin gefühlt in einer komplett anderen Dimension gefühlt. Mit meinem Kopf bin ich echt in einem anderen Game. Da mich gefühlt immer noch Minecraft, Rainbow. Und das sind auch meine meisten Spiele zurzeit. Munitionskiste, ja, okay. Also ich habe noch nie gesehen, ich weiß echt nie nicht, wie die Kühltürme aussehen. Ah, ich bin mir nicht sicher, ob die so aussehen, wenn ich ehrlich bin. Bin ich mir echt nicht sicher. YouTube wird regeln, das sage ich schon mal. Blau AR, nee. Ich habe schon das KH. Die wird nicht Skar ausgesprochen, sondern Skarha. Klongranate. Was macht die? Was macht der Klon? Ich verstehe den nicht. What the fuck? Eier. Interessant. Also der Klon ist, naja. Noch mehr Granaten? Nee. Irgendwie habe ich das Gefühl, granatentechnisch ist echt viel hier los. Haben die das mindestens gemacht, wenn man da drauf geht? Bitte was? Ich habe gerade gehofft, dass man Schaden bekommt, aber nee. Das ist eine scheiß Seilrutsche, ja moin. Und macht halt gefühlt keinen Sinn, wenn da Elektrizität ist, aber okay. Oder? Vielleicht auch, keine Ahnung, kenne mich damit nicht aus. Hilfe. Ich will jetzt hier ungern verrecken. Hilfe! Ich will jetzt echt ungern jetzt darunter springen, weil ich echt nicht weiß, ob man falsch ankriegt, wenn man ins Wasser springt. Jetzt will ich talk. Da sehe ich irgendwas im Loot, was das soll rechts von mir sein soll. Ach komm, ich gehe mal drauf. Ich verstehe es nicht, was das sein soll, aber. Ach so, das soll die Scheiße vom also aus dem Wasser sein. Ja, okay. Ich irgendwas oder bin ich einfach nur dumm? Ach, kack drauf. Was soll das? Ach so, Licht einfach nur. Sieht gefühlt aus, als wären Taschenlampen einfach reingestopft worden. Aber gut. Also Tschernobyl war jetzt nicht so spannend.
Ab zum nächsten Ort. Ich bin aus irgendwelchen Gründen dazu. Naja, okay. Ist ja nichts Warzone, wenn man einfach irgendwie die Map aufmacht, dass man nicht schießt bei R2. Das ist mal das einzige Gute dran. Wenn man zu viel oder recht viel Warzone gespielt hat oder Apex, ist alles unterschiedlich mit den Maps. Wer will zur Hölle schießen, wenn man die Map aufmacht? Das verstehe ich nicht. Wer schießt denn nicht jetzt so? Man sieht ja so oder so nichts. Ich verstehe es einfach nicht. Oh, lul, Gegner. Kill. Also aim-technisch bin ich echt gut sogar. Dank Rainbow Six Siege, recht geil. Was für ein Ding ist das? Was ist mal hier mit dem Apfel? Ja, bringt nichts, nice. Also. Und mein Bruder ist auch nie bei mir. Geil. Also, ich verstehe einfach irgendwie gerade gar nichts hier. Okay. Die Farben irgendwie entdeckt. Rechts von mir habe ich auch was gesehen, gehört. Irgendwie habe ich das Gefühl, ich spiele mit Bots. Weil wie scheiße kann man sein jetzt wirklich? Da bin ich sogar besser, auch wenn ich hier, keine Ahnung, gefühlt 100 Jahre nicht mehr gespielt habe. Habe ich echt irgendwie das Gefühl, ich spiele mit Bots. Mods, hä? Was ist das? Jagdgewehr. Nur in einer verbesserten Sorte. Art. Whatever, ja. Heilige Scheiße, und was hat der für ein Loot hier? Hoffentlich was geil ist. Ja, ein Sniper. Mit Visier immer geil. Sniper mit Visier immer geil. Vier Kills, wenn das jetzt ein Win wird, verstehe ich einfach das Spiel nicht mehr jetzt ernsthaft. Früher gab es nur Schwitzer, entweder spiele ich nur mit Bots oder keine Ahnung. Also so richtigen Bots. Keine Leute, die das Scheiß spielen, sondern Bots. Boah, ja. Ja, Tschernobyl, ich komme wieder. Boah. Also, vielleicht ist es auch jetzt anfängerfreundlich geworden, das Spiel mal. Kein Name, ich verstehe es echt gerade gar nicht. 11 Gegner. 4 Kills. Ja. Früher waren immer irgendwelche Tower einfach nur zum Snipen. Jetzt hier nichts, Alter. Also die Unterschiede von früher sind echt groß. Wenn man ehrlich ist. Da sind echt die Unterschiede zu heftig einfach. Ich renn mal rein, vielleicht entdecke ich da was. So ist das nicht, ich gehe wieder zurück. Da war ja was. Ich hab's gesehen. Ich bin nicht dumm. Ja, komm. Ich habe die Shotgun echt noch nicht mal einmal genutzt gerade. Also, ist schon heftig.
so einen Job nebenbei mir auch am Start. Wo sind die denn? Irgendwo habe ich da was abbauen gesehen. Und ein Heli, okay. Nein, nein, das sollte ich nicht. Piek doch! Und von rechts kamen Schüsse. Was? War da was? Ja, da war was. Piek doch, Mistet! Komm, piek doch! Ah, okay, nee, ich gehe nicht. Scheiß Shotgun! Tschüss, zieh durch, Alter. Ich zieh durch. Kein Bock mehr. Bei den Schwitzern habe ich keinen Bock. Das sind wirklich Schwitzer, also. Und das sind eher schon eine richtige Spieler. Bitte, dass hier irgendwas noch an geilen Loot ist, wo ich mich noch healen kann. Er ist durch die Zone gestorben. Gut. Jetzt. Keine Ahnung, aber das ist irgendwie gerade das meist gesagte Wort bei mir. Oh nee. Dann wirft man die Scheiße auch noch. Zeig dich doch, du Eierloch. Nein, ich verkack. Schnell healen. Nein, verkackt. Hiel dich, hiel dich, hiel dich! Die Zone kommt! Tschüss, durch. Mal wieder. Da macht es keinen Sinn, dann hier halt. Ich war noch Leute am Kämpfen, aber naja. Okay. Ja, piek doch mal. Also, piek noch mal. Ah, fuck off.
Nein, Fernseher, du machst Auge. Ach komm, ja, egal. Egal. Es war eine gute Runde, würde ich sagen. 4 Kilometer zurückgelegt, ja, okay. Ja, okay, das war's mit dieser Folge. Schnell lief, weil ich keinen Bock habe. Ach so, halt, halt null. Okay, hoffentlich hat euch diese Folge gefallen und bis zum nächsten Mal. Tschüss, bis dann.